So, weiter geht's. Ja, wir haben jetzt ja. Lebe ich noch? Okay, ich bin einfach mal den Wasserfall komplett runtergeklatscht, aber scheinbar ist noch alles in Ordnung. Ja, wir wollten uns auf jeden Fall noch das zweite Grab hier angucken. Das da. Kann man das irgendwie markieren? Wegpunkt setzen. Kann ich wahrscheinlich im Q-Modus sehen. Ah, okay, das ist natürlich sehr praktisch. Okay. Das war das, was wir gerade gesehen haben schon, oder nicht? Oder wo wir gerade schon waren, oder ist das ein anderes? Ist ein anderes scheinbar. Nee, ist es nicht. Und was war das denn gerade? Lara hat die Macht, habt ihr das gesehen? Sie ist gerade einfach dahin geschwebt hier. Na, warum nicht? Aber nee, bei dem Grab waren wir schon scheinbar. Okay, also werden immer nur die Sachen angezeigt, die wir schon. Okay. Alles gut. Ist in Ordnung. Wegpunkt wieder löschen. Das sind also die Gräber, die wir schon kennen. Also haben wir uns jetzt hier durchgearbeitet, aber hier gibt es irgendwo noch ein anderes Grab. Ja, na, auf jeden Fall, was mich mehr interessieren würde, wenn ich zum Beispiel jetzt mal hier Geisterjägerin, ne? Okay. Also Pyromanen. Das sind also die Spezialdinger scheinbar irgendwie. Geisterjägerin. Also mit dem Sternchen gehe ich mal von außen die Sachen, die wir noch nicht erkundet oder entdeckt haben oder sowas. Aber zum Beispiel gibt es ja auch Reliquien, ein Re Re Sprachstörung. Ein Reliquium, was wir noch nicht gefunden haben, und ein Reliquium, eine Reliquie. Also heute ist irgendwie schwierig, Sätze zu formulieren. Und eine Schatzkarte haben wir auch noch nicht gefunden. Ja, wir können ja dann nochmal dahin reisen, aber ich würde erstmal sagen, dass wir uns tatsächlich um unser Ziel kümmern. Ich weiß nicht, ob das was bringt, das irgendwie zu markieren. Also ist eigentlich auch Quatsch. Dann wollen wir auf jeden Fall schauen, wo wir hochklettern können. Das Spiel führt uns ja genau in die Richtung hier, ne? Dann mach mal, Lara. Schneller geht's, glaube ich, nicht. So. Machen wir jetzt hier wieder den Batman-Detektiv-Modus. Das konnte nämlich Batman auch machen bei Arkham Asylum und Arkham City. Der hat auch sozusagen in seinen Aufspürmodus. Oh. Scheiße. Na, du wirst es. Wie wär's damit? Geht mal rein. Wie wär's damit Walkie-Talkie? Oder könnt ihr ja so eine Dose mit Schnur, so zwei Dosen mit Schnur spannen, um zu kommunizieren? Okay. Für sie ihn wohl benutzen. Was zum Teufel? Helft mir mal! Nee, helft mir nicht. Oder helft. Nee, nee, nee. Oh nein! Ich krieg das irgendwie nicht hin. Einfach mal leise zu sein. Es geht nicht. Nee, nee, hör mal auf, mich anzuzünden. Vergiss es. War alle Sturm? Ja, okay. Ich dachte schon, da kommen noch mehr. Also manchmal verstehe ich das mit den Fackeln nicht ganz. Also zum Beispiel das da oben, das sind doch irgendwelche Öllampen oder sowas, ne? Kann ich die nicht irgendwie auch mal anzünden, oder das nutzen? Ja, wie gesagt, es tut mir leid, Huhn, aber. Ah, wir haben noch einen Geocaches gefunden. Boah, aber die Dinger zu finden, ey, 3 von 15, ernsthaft? Da bin ich ja ewig dran. Also. Wenn die Dokumente scheinbar, die sind jetzt schon mal hier, also das war wahrscheinlich durch diese Schatzkarte. Aber meine Fresse, da. Aber die sieht man ja fast gar nicht. Das sind ja so die kleinen Mini-Nippel da. Das soll ich entdecken können? Ah, ja. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir da noch ein schönes Tagebuch. Von wem ist es denn? Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen,
Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Okay, also haben wir jetzt ja schon wieder ein ganz neues Tagebuch gefunden. Also neues Dokument. Botschafter. Entdeckung. Der Botschafter hat ein Geheimnis gelüftet, das mit der Sonnenkönigin zu tun hat. Es scheint, als hätte sie eine Art übernatürliche Macht über ihr Volk gehabt. Also irgendwas Übernatürliches passiert ja auch, ne? Das kann mir keiner sagen, dass es hier nicht irgendwie... Ja, nimm auf. Lara? Alles voll. Okay. Dass das nicht auch hier irgendwie eine Rolle spielt. Irgendwas passiert hier. Wahrscheinlich regnet es ja wegen der Göttin so. Keine Ahnung. Vielleicht ist sie irgendwie sauer. Kann ja auch sein. Kann ich hier hochklettern? Was? Alles. Achso, nee. Ich wollte mich den an dem Dings da... eigentlich an dem Efeu hochklettern, aber... Ich will erstmal wirklich hier gucken. Hier kommt man doch bestimmt nochmal nach oben, oder? Da ist noch so ein Dach. Hopp! Also Lara, wirklich, die kann schweben. Also, wie weit die springen kann. Ja, guckt euch das mal an jetzt. Ja, Achtung. Das ging ja noch, aber gerade eben. Also man sieht das, also die strecken mir die Hände aus und dann plötzlich fliegen die fast schon so magnetisch in diese Richtung. Sieht schon etwas lustig aus, ja. Oh, da brauche ich Feuer. Was ich mir jetzt auch holen werde, weil die Statuen wollte ich anzünden, ne? Auf jeden Fall. So. Arm oder Fackel. Hier gibt es erstmal wieder neue Materialien wahrscheinlich. Bums. Hopp! Hopp! Und los geht's. Statuen erleuchtet. Herausforderung aktualisiert. Ja, ist das so? Wo steht's denn? Oh, das ist auf alles bezogen hier. Nee, das ist auf alles bezogen, oder? Nee, es sind schon unterschiedlich. Ach so, es gibt... Ah, nee. Nee, das ist nur auf das Gebiet bezogen. Statuen erleuchtet. Weil hier steht immer wie Statuen erleuchtet irgendwie hier. Aber wo steht's denn? Dokumente, Reliquien, Geocaches, durchsuchte Gräber... Erleuchtung ist es. Aha, okay, Erleuchtung ist das. 2 von 10. Alter, das schaffe ich doch niemals, ey. Dass so viele Quests sind. Naja, laufen wir erstmal hier lang. So, Achtung jetzt. Jetzt hier Superman Lara aktiviert. Okay, das ging auch noch. Das ist vielleicht noch. Aber die Sprünge wirken schon sehr schwerelos irgendwie. Ne? Und da geht es auch weiter, aber. Erstmal da reingucken. Was ist denn hier eigentlich? Kann ich hier nicht mal. Ich finde es immer komisch, dass diese Türen dazu sind. Also da ist doch bestimmt irgendwas dahinter, oder? Dann den Pfeiler ist wieder einfach stecken. Ich verstehe auch nicht, warum ich da nicht mal wenigstens versuche, den wieder rauszuziehen. Ja, obwohl das Klettern macht Spaß. Also wenn man wirklich mal so ein bisschen hier am Rumkrabbeln ist, ist das schon eigentlich eine nette Sache. Alter, das Wetter wird ja immer schlimmer hier. Ob das auch bringt, wenn ich da oben was anzünde? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und? Nein. Okay, ich hab's geschafft. Eieiei. Lara, bist du da? Ja, so ein bisschen. Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Da hoch müssen wir! Was? Okay, krass. Finden Sie den Bunker? Das ist ja Wahnsinn hier. Meine Güte. So, Hallöchen, Katze. Ort unbekannt. Ja, na gut, dann
wollen wir uns nochmal weiter da nach oben krepeln, ne? Sieht ja alles schon sehr einladend aus hier. Also, nicht. Bitte! Das muss alles nicht sein! Ja gut, das sind mehr, also... Die sind eigentlich nur Überzahl, aber sind scheinbar total unfähig. Na komm her. Irgendwie... Aber auch irgendwie schlecht. Also, ich muss sagen, ich bin bei solchen Zielsachen immer extrem furchtbar. Also wirklich extrem furchtbar. Aber selbst ich treffe hier. Das soll ja schon was bedeuten. Okay, voll. Du noch was? Ja. Oh, jetzt. Ja, oh, jetzt bekomme ich gut hier. Jetzt bekomme ich gerade gut Material. Feuer. Ja, ist ja schön, dass man mir extra hier eine Tonne angezündet hat. Das ist ja sehr höflich. Bums. Okay. Lara macht alles kaputt. Aber so ist er halt, ne? Immer alles zerstören, was nicht Miet- und nagelfest ist. Ich hab kein gutes Gefühl dabei. Ja, ich auch nicht. Ah, da ist ja... Was, sind wir schon da? Das sah so weit weg aus irgendwie. Aber scheinbar nicht. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Was ist das für ein Typ, ey? Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Ja, mach mal. Nach statt hier irgendwie Vater. Comics oder Mangas zu lesen. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In Natürlich. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Es ist echt so eine Crew voller Geisteskranker, oder? Kann das sein? Gut. Okay. Oh, die beiden haben was am Laufen. Interessant. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Boah, was für eine Diva, meine Güte, ey. Ich hab's nicht hingekriegt. Ich geh ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Boah, Alter, der Typ wird auf den Sack gehen, jetzt ehrlich. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Naja. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Hm.
Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Ja, ich hoffe, dass wir es durchstehen. Aber was für eine Crew, meine Güte, der Whitman, was für eine Diva, okay, ey. Reiß dich zusammen. Alle zielen auf dich. Meine Güte, ey. Oh, ja, bin ich wirklich, stehe ich gut hier im Kameralicht, ja? Komme ich gut rüber? Ich weiß es gar nicht. Also, schnelle Reise. Soll ich mal wieder zurückkehren? Ich weiß es nicht. Ich werde auch nichts verpassen, also weil es ist schon irgendwie spannend, sich auch mal so die Sachen anzugucken. Ich denke mal, ich habe später noch genug Möglichkeiten. Ich meine, ich habe jetzt ja faktisch irgendwie schon die halbe Insel erkundet eigentlich. Und ich denke mal, ich muss später auch mal wieder backtracken, ne? So, Fähigkeiten. Schauen wir mal, was haben wir denn Feines? Oh, Kämpfer-Upgrades. Schmerztoleranz, schmutzige Tricks, Axthiebe, Axtexperte. Was haben wir denn hier? Halten Sie im Kampf mehr aus, um zu überleben. Ja. Werfen Sie Ihren Feinden Steine und Dreck ins Gesicht, um sie anfällig für Ihre Angriffe zu machen. Das ist natürlich ein fieser Angriff hier. Das ist wirklich schmutzige Tricks hier. Axthiebe. Betäuben Sie Ihre Feinde mit 2 schnellen Hieben mit Ihrer Kletteraxt. Axtexperte. Wir haben ja eh nur diese beiden jetzt hier. Ja. Obwohl ich gerade aktuell finde ich ja diese Überlebens-Upgrades und Jäger-Upgrades noch besser. Also mit den Kämpfen habe ich bis jetzt kein Problem. So, also jetzt, ich kann mich jetzt konzentrieren. Sind Sie konzentriert? Haben Sie mehr Zeit, um Ihren Bogen zu spannen? Das hier kann ich eh noch nicht. Geht noch nicht. Da muss ich schon mal erstmal alles vorher. Aber hier heißt es doch, dass es gelingt. Das habe ich ja eigentlich schon. Ja, wer weiß. Gut, ja. Plünderung. Hä? Aber hier kann ich doch auch Plünderung jetzt plötzlich machen. Das ist doch auch miteinander verbunden irgendwie. Aber beim Dings geht's hier nicht, ne? Also bei hier sieht man ja, das ist mit dem verbunden. Das habe ich schon, Munitionskapazität. Aber das nicht aus Rang 2. Wahrscheinlich kommt das irgendwie später noch. Na, ist egal. Wie dem auch sei. Was haben wir hier noch? Also, halten Sie nach Tieren, Nahrungsquellen, durchsuchen Sie Kisten und tun sorgfältiger. Ist sehr gut. Plündern Sie Tiere, halten Sie zusätzlich Bergungsgut. Das mit den Tierkadavern mache ich auf jeden Fall. Ja, also da kriege ich dann noch ein bisschen mehr dazu. Das ist sehr gut. Das nehme ich. Das nehme ich auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir uns nochmal hier, was wir noch so ein bisschen upgraden können. Ausrüstungsupgrades haben wir. So. Was haben wir noch hier? Verstärkte Wurfarme ermöglichen mehr Zug und verursachen dadurch mehr Schaden. Das können wir machen. Ja, komm, der Bogen ist schon ziemlich geil. Den können wir jetzt mal vollständig entwickeln. Gewickelte Sehne, die eine höhere Schussfrequenz ermöglicht. Bam. Gut. Zufriedenstellend, würde ich sagen. Sehr, sehr zufriedenstellend. Da haben wir gleich was Schönes gefunden. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Vermutlich. Kannst du dir irgendwas... Weiß ich nicht, hier die Symbole sagen dir nichts, die Schriftzeichen? Scheinbar nicht. Und manchmal erkennt man ja noch was, aber... Okay, egal, ob ich jetzt hier, weiß ich nicht, kann ich vielleicht das irgendwie so drehen, dass der, dass die Lichtreflexion irgendwas Besonderes bewirkt? Eigentlich nicht. Ich glaube zumindest nicht. So. Perfekt. Perfekt, so. Oh nein! Gegner, schon wieder. War irgendwo eine, Ratte oder sowas? Ich mir das eingebildet. Oh. Ist da noch jemand? Das ist jetzt irgendwie der automatisch oder so. Sieht mich da jemand? Wenn ich mich jetzt anschleiche, könnte ich hier noch abmessern, oder?
Oder so halt geht auch. Oh oh. Naja, gut, aber ich könnte es eigentlich schaffen. Der zum Beispiel, ich dachte, der pinkelt da an die Wand. Nee, macht er nicht, aber. Konterkopfschuss, du auch noch. Ja, perfekt. Hab ich alle ausgeschalten, aber da oben ist auch noch einer. Oh, den sehe ich gar nicht. Ja, so geht's auch. Dass die nach so vielen Jahren noch funktionieren. Ja, so geht's nämlich auch. Pech gehabt, jetzt kommen die wahrscheinlich nach unten, oder? Kann ich damit auch Gegner eigentlich identifizieren? Ich weiß es gar nicht. So, mal, hier haben wir noch eine Leiche. Nehmen wir uns natürlich mit. Also wie gesagt, diese ganzen Materialien, die möchte ich wirklich einsammeln. Das ist mir schon ein Bedürfnis. Was war jetzt hier? Um die Fackel zu entzünden. Ja, können wir gerne machen. So. Was ist denn jetzt los? Nein! Oh! Was? Jesus Christ, das ist jetzt ja richtig eskaliert hier. Ja. Na gut, ist eine wunderschöne Stelle, um die Folge zu beenden, würde ich sagen. Ne? Also, wir sollten da ein bisschen vorsichtiger rangehen, scheinbar, ja? Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.